Jawohl, das liegt der Stimmung. Herzlich willkommen zur neuen Folge KSC Kneipentalk hier aus Malsch, aus dem alten Bahnhof, Hausbrauerei Alter Bahnhof. Und meine Gäste sind heute unter anderem Sebastian Jung und unser Torwarttalent Max Weiß. Wunderbar. Jungs, Glückwunsch für das sensationelle Spiel in Hamburg. Es ist unglaublich viel los im Umfeld gewesen. Die Leute haben sich total gefreut und irgendwie hat keiner damit gerechnet. Aber die, die näher dran waren, wussten, der HSV ist bald soweit. Oder habt ihr das nicht so, Sebastian? Wie war das bei dir, das Gefühl? Ich glaube, wir waren vorher 6 Spiele ungeschlagen und sind mit breiter Brust da hingefahren. Und auch die letzten Spiele in Hamburg haben wir immer gut bestritten, haben aber nie den Sieg mitgenommen und jetzt war es halt mal soweit. Vor allen Dingen tolles Spiel, aber auch ein tolles Spiel von dir, muss man wirklich sagen. Erste 2 Tore vorgelegt, ist beide super eröffnet von Leon Jensen. Du gehst steil und dann erstes Tor, sage ich mal, klassisches Mittelstürmer-Tor. Igor hat sich super gut bewegt. Anstatt einen Flugball spielst du ihn kurz rein, dreht sich 1-0. Hätte der Torwart den halten können? Ja, ich glaube, es war schwer, weil der Steph Ambrosius fälscht den Ball noch kurz vorm Torwart ab, sodass er dann durch die Beine geht. Ich glaube, da hast du als Torwart relativ wenig Chance. Max, siehst du auch so, oder? Ja, auf jeden Fall. Dadurch, dass es kurze Distanz dann noch abgefälscht, da wird es schwierig noch zu reagieren. Weil viele Journalisten gesagt haben, er hätte ihn halten müssen. Und jeder, gut, Journalisten spielen nicht immer Fußball, verstehen das nicht immer direkt, ohne einem zu nahe zu drehen. Aber es ist wirklich so, jeder, der Fußball spielt, hat es direkt gesehen, der muss abgefälscht gewesen sein. Und klassisches Mittelschirmertor und dann das zweite, ebenfalls nochmal, Leon Jensen, wieder steil gegangen, wieder reingespielt und dann natürlich sensationell von Igor gemacht. Matanovic, da muss man schon cool sein. Also weiß der eigentlich, wie gut er ist oder wie viel Potenzial der Junge hat? Das musst du ihn mal selber fragen. Ich glaube, beim zweiten Tor, ich spiel quer und dachte mir nur, was machst du da? Warum nimmst du den Ball nochmal an? Aber dann macht er es einfach überragend und legt ihn dann so ins lange Eck rein. Hat er richtig gut gemacht in der Situation. Wie ist das, wenn du gegen ihn spielst, so der lange vorne drin? Klassischer Mittelstürmer gibt es ja heute nicht mehr so oft, oder? Ja, ist, ich muss sagen, ziemlich eklig, wenn er vorne drin steht, weil er einfach durch seine Größe, durch seinen Körper viel mitbringt. Hat natürlich auch einen ordentlichen Schuss noch. Das macht es einem natürlich als Torwart nicht ganz so einfach. Er bewegt sich auch immer besser, behaupte ich mal, als klassischer Mittelstürmer, der ich ja selbst war. Mir gefällt er und ich finde, wäre schön, wenn er bleiben könnte, bis wir mit der Eintracht reden. Du hast ja bestimmt noch Beziehungen zur Eintracht, oder, Sebastian? Ja, in die obere Etage eher weniger. Aber vielleicht haben wir ja Glück, dass er dann hier seine Zukunft doch vielleicht nochmal sieht. Das bleibt abzuwarten. Hoffen wir es best. Vielleicht, ja, Paul Nebel dann direkt auch hier lassen. Kriegen wir hin. Der HSV spielt natürlich ein unglaublich anspruchsvolles Spiel, das muss man sagen. Sie spielen sehr hoch, sie spielen nach vorne. Ich finde, es ist eigentlich das Anspruchsvollste, was man spielen kann. Und man muss es können. Es ist anspruchsvoll an das Spielsystem selbst, an die Verteidiger. Und eigentlich haben wir sie fast immer geknackt. Zu Hause sowieso. Wir haben vor 2 Jahren gegen sie gespielt, jetzt zur Halbzeit 6-0 spielen. Stehen müssen. Ich denke, wir haben die DNA von denen, zumindest wir als KSC, geknackt, oder? Wie siehst du das, Sebastian? Eigentlich macht es schon Spaß, gegen die zu spielen. Die wollen ja auch Fußball spielen, die Hamburger. Ja, es macht immer Spaß, gegen guten Gegnern zu spielen. Und HSV will den Ball haben, versucht bisschen unkonventionell so aufzubauen mit den IVs, die dann ins Mittelfeld reinlaufen mit Ball.
Ist ein bisschen eine andere Spielart, wie man eine normale Viererkette kennt. Aber wir, vor allen Dingen mit unserer Raute dagegen und den zwei Stürmern vorne, wenn wir gut anlaufen gegen den HSV, haben wir immer gut ausgesehen. Und das war in den letzten Spielen halt so. Und deswegen haben wir auch so gute Ergebnisse dann zumindest in den Heimspielen gehabt, aber jetzt halt auch mal in Hamburg. Unsere Stürmer laufen eh gut an im Moment, muss man wirklich sagen. Sie arbeiten sehr fleißig, der Lohn ist auch die Tore. Sind die Tore, klar, ein bisschen schade für Schleuse im Moment, er ist hinten dran, aber sie machen es echt gut, die zwei da vorne. Ja, also sie belohnen sich mit den Toren für den Aufwand, den sie betreiben. Das macht es natürlich dann hinten raus, also für uns Verteidiger auch einfacher, wenn vorne schon Druck auf den Gegner herrscht, haben wir es natürlich hinten ein bisschen leichter. Wir versuchen dann natürlich auch die Stürmer vorne zu unterstützen mit Flankenpässen in die Tiefe etc., dass sie halt zu ihren Torchancen kommen und das funktioniert im Moment sehr gut. Und wie stark der HSV ist, sieht man einfach, dann, wenn sie in Rückstand sind, wenn sie frei sind, wenn sie spielen können. Das hat man am Samstag phasenweise auch wieder gesehen. Und trotzdem haben wir immer wieder zurückgeschlagen, denke ich mal. Ja, ich glaube, wir haben nach 5 Minuten 2-0 geführt. Und da haben wir alle gedacht, oh, das ist ein bisschen zu einfach heute. Und nach 15 Minuten haben wir dann gesehen, wenn der HSV ins Laufen kommt, dass man da richtig Probleme bekommen kann. Und trotzdem haben wir dann das Glück, dass wir das 2-2 mit in die Pause nehmen und haben uns dann in der Pause gesagt, dass wir trotzdem weiter unsere Chance suchen sollen und wollen. Und so sind wir auch aus der Halbzeit rausgekommen. Und am Ende des Tages haben wir dann das Spiel gezogen und darum geht's. Max, wie war es bei dir, wenn du so schön nah dran sitzt? Wie fandst du das Spiel? Es war erstmal ein schönes Erlebnis natürlich. HSV, schönes Stadion, super Fans. Wenn man nach 5 Minuten 2-0 führt, ist man natürlich auch schon, denkt man sich, okay, das ist nicht schlecht heute, was wir machen. Aber wie ihr schon gesagt habt, dann schlägt der HSV zurück. Aber es war eine tolle Stimmung. Die Mannschaft von der Bank weg auch viel unterstützt. Und dann haben wir es am Ende, glaube ich, auch verdient dann auch mal gewonnen nach langer Zeit. Man sieht jetzt immer unseren Trainer Obst essen am Tor. Im Moment müssen wir irgendwann mal einen Obstkorb hinstellen. Ich meine, wir schießen 4 Tore, da kommt schon was zusammen, oder? Banänchen und Äpfelchen. Ja, oder? Gut. Musst du das machen als Jüngster? Nee, das nicht. Weiß nicht, vielleicht nutzt er dann einfach kurz die Pause, die dann nach dem Tor ist. Aber hat er sich auch verdient. Ja, glaube ich auch. Komm mal zu deinen Anfängen. Du bist gestartet in Hoffenheim. Und gestern 2018, 2019 nach Sandhausen. Warum ist das passiert? Ja, wir haben U14-Jahrgang in Hoffenheim, war eigentlich ein gutes Jahr. Und dann wird am Ende des Jahres immer aussortiert. Und dann hat es leider mich erwischt. Dann habe ich nach Optionen geguckt und dann war Sandhausen so das nächstmögliche, wo ich gesagt habe, klar, ist vielleicht ein Schritt zurück erstmal, aber der kann auch gleichzeitig einer nach vorne sein. War für die Schule einfacher eine Zeit lang, für das Jahr war nicht so weit zur Fahrt zum Training. Das hat es dann ein bisschen erleichtert für ein Jahr und dann. Es ist ja im Grunde genommen der klassische Weg, Hoffenheim, Sandhausen, KSC, deswegen ist alles in Ordnung. Na, das konnten die aber in Hoffenheim nicht wissen. Ja. Das stimmt. 2019 dann Profi geworden, Wechsel zum KSC, ein Jahr später Profi und dann gleich 5-Jahres-Vertrag. Das ist schon. Dann hat man ja schon in dir was gesehen, oder? Ja, ich glaube, in der U16 bin ich gekommen, dann hat leider Corona das erste Mal dazwischen gefunkt. Dann in die U17 reingestartet, dann kam wieder Corona und dann hatte ich das große Glück, dass ich die Info bekomme, dass ich oben mittrainieren darf, weil ich es bis dahin gut gemacht habe. Und seitdem konnte ich mich oben halten und dann, glaube ich, habe ich einen ganz guten Eindruck hinterlassen, dass es dann zum Vertrag gepasst hat. Souverän gespielt im ersten Jahr in Heidenheim, muss man wirklich sagen. 2-0 verloren, aber trotzdem ein gutes Spiel. Und warst du dann nervös? So ein bisschen? Oder ging's? Ja, ich glaube, vorm Anpfiff auf jeden Fall. Ja. Da ist es, glaube ich, schwierig, wenn man das erste Mal spielt, vor so einer Kulisse, sage ich mal, auch wenn es in Anführungszeichen nur Heidenheim war, war es dann zum Anpfiff dann wieder weg,
weil das einem relativ wenig bringt, glaube ich, einfach, wenn man dann auch nervös ist. Und haben die Jungs dich ein bisschen unterstützt? Ja, das auf jeden Fall. So, kannst froh sein, dass du Mehmet Scholl nicht gehabt hast. Der hat zum Oliver gegangen und gesagt, sag mal, bist du nervös heute? Was ist los mit dir? Guck mal. Hey Jungs, guck mal alle. Ah, das machen die nicht, oder? Nee, das haben sie nicht gemacht. Die haben mich, Jungs haben mich, dieser Welt hier. Nee, haben mich gut unterstützt vom ersten Tag, wo ich auch hochgekommen bin und am Tag vom Debüt. Deswegen haben sie es mir da relativ einfach gemacht. Also keine Mehmets mehr da? Nee, die nicht. Zweites Spiel, ein Jahr später in Düsseldorf, auch wieder gut, auch wieder souverän, in der letzten Minute verloren, Pech gehabt. Für ein Ersatztorwart, das ist ja wirklich so, dass man geduldig sein muss, trainieren und dann auf die Chance warten, die irgendwann mal hoffentlich kommt, oder? Ja, ich glaube, Spannung hochhalten. Auf jeden Fall. Als Ersatztorwart muss man das nutzen, was man hat. Und das ist einfach das Training oder in Länderspielpausen dann auch die Testspiele, um sich dann halt für einen möglichen Einsatz immer möglichst gut vorzubereiten. Und ich glaube, das kriege ich ganz gut hin. Und dann hat es in Düsseldorf, war es ja auch eine sehr kurzfristige Nummer, dass ich dann drin stand. Und dann hat es aber auch sehr gut funktioniert, trotz der Niederlage am Ende, was natürlich relativ bitter war. Sebastian, kannst du dich, das ist schon ein bisschen länger her, kannst du dich noch an dein erstes Spiel als Profi erinnern? Ja, natürlich. Das war in Bielefeld. Genau. Am 8.3.2009. Boah, das ist gut. Wow. Das habe ich hier auch stehen. 75. Minute 0-0. Genau, bin ich eingewechselt worden, habe am Vortag noch in der A-Jugend gespielt, wurde dann nachberufen in den Profikader und habe dann tatsächlich am nächsten Tag noch meinen Einsatz bekommen. Friedhelm Funkel war Trainer, oder? Ja. Ja. Zweites Spiel direkt von Anfang an und dann schon erstes Tor, komm Datum. Das weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, dass es in Dortmund war. 7.2.2010, kann das sein? Das kann sein, ja. Gegen Dortmund. Das ist schon cool, wenn die ganze gelbe Wand dann auf einmal ruhig ist, oder? Ja, absolut. Vor allen Dingen, weil wir das Spiel dann auch noch 3-2 gewonnen haben. Okay, freut sich natürlich umso mehr. Ja. Du warst bei Eintracht unter Vertrag, ist klar. Hast aber 2013 um ein Jahr verlängert, um dann bis 2015, aber 2014 bist du dann doch zum VfL nach Wolfsburg. Vorher bist du noch Nationalspieler geworden. Warum hast du um ein Jahr verlängert, wenn ich fragen darf? Ich hatte zum damaligen Zeitpunkt eine Ausstiegsklausel und der Verein wollte dem umgehen, indem sie meinen Vertrag schon ein Jahr frühzeitig verlängern und die Ausstiegsklausel gestrichen wird. Und dann habe ich dem zugestimmt. Und wir hatten zu dem Jahr ein tolles Jahr damals mit Eintracht Frankfurt und haben die Europa League erreicht in der Saison noch. Und die Saison draus sozusagen habe ich dann mit der Eintracht noch in der Euroleague spielen dürfen und bin dann aber tatsächlich 2014 dann zu Wolfsburg gewechselt. Erste Länderspiel. Hast du da Hoffnung gehabt, vielleicht doch nach Brasilien mitfahren zu dürfen? Ja, natürlich, wenn man da dabei ist und vorspielen darf, macht man sich immer Hoffnung. Aber es war ja klar, bei dem Spiel waren viele junge Spieler dabei, weil die Pokalfinals in Europa noch ausstanden. Das heißt, die ganzen Top-Spieler, Philipp Lahm und so weiter, waren alle noch beschäftigt mit ihren Pokalfinals, sodass dann wir jungen Spieler alle mal vorspielen durften. Aber klar, Christoph Kramer zum Beispiel hat es durch dieses Spiel dann zur WM geschafft. Bei mir war es so, kann ich mich noch gut erinnern, Winnie Schäfer kommt auf den Platz, hat du, Edgar de Bach, die Fuchs will ich mit nach Amerika holen, als Nationalspieler werden. Ich so, noch Spaß, jetzt redet aber ganz durch, oder? Trotzdem hatte ich mir Hoffnung gemacht, aber war dann doch irgendwie... Also ich habe das Kreuzband gerissen, danach war es schwer. Ne? Genau, aber das kennst du ja. Leider. Genau, zweimal sogar. Ne? Erstes Jahr DFB-Pokalsieger, aber auch richtig gute Spiele in Wolfsburg gemacht, aber dann viele Verletzungen. Erst Muskelverletzung, Kreuzbandriss, trotzdem 5 Jahre dort gewesen. Spricht ja auch für deine Qualität, oder? Oder hattest du einen 5-Jahres-Vertrag? Nee, ich hatte einen 4-Jahres-Vertrag und dann am Ende wurde er noch einmal um ein Jahr verlängert. Ja. Aufgrund der vielen Verletzungen und dann war ich auch wieder fit und dann haben sie nochmal gesagt, wir hängen nochmal ein Jahr dran und gucken, was passiert. Und leider wurde es nicht besser in Wolfsburg mit den Verletzungen und dann sind wir nach 5 Jahren getrennte Wege gegangen. Ja. Was die Arbeit eines Profis dann betrifft, sieht man, wenn es in die Reha geht.
Da braucht man Disziplin. Das ist ein harter Job, finde ich. Also für mich war es sehr hart. Wie war es so bei dir? Du warst ja auch viel in Reha. Ich nur am Schluss meiner Karriere und dann dauernd. Aber also das habe ich schon irgendwie gehasst. Ja, ich glaube, welcher Fußballer ist lieber in der Reha und macht, keine Ahnung, Übungen mit Gewichten, als mit dem Ball auf dem Platz. Also das ist ja klar, dass das eine harte Zeit ist. Es gehört leider im Sport dazu. Alle, die keine große Verletzung haben, können sich sehr glücklich schätzen. Das braucht nämlich kein Mensch. Aber es gehört leider dazu. Und klar, man braucht Disziplin, um dann auch wieder gut auf den Platz zurückzukommen und stark zu sein. Ja, da sind wir aber, glaube ich, alle Fußballer oder alle Sportler, die was erreichen wollen, so diszipliniert, das auch zu tun. Und Kraft einer Qualität hast du ja dann auch Sandhausen übersprungen, bist zu uns gekommen. Und außer Kreuzbandriss ganz am Anfang, Eingewöhnungszeit ist normal, aber mittlerweile absolut top. Spielst überragend, rechte Seite. Da geht noch ein bisschen was, oder? So ein, zwei Jährchen. Ja, schauen wir mal. Muss ich mit irgendeinem reden, oder? Nein, ich glaube, nach meinem Kreuzbandriss hier vor jetzt knapp 2 Jahren, letzte Saison 25 Einsätze und diese Saison sind es, glaube ich, bisher 18 Einsätze, bin ich sehr zufrieden. Ich glaube, alle anderen auch im Verein. Also werden wir sehen, was die Zukunft dann bringt. Insgesamt ist ja auch Karlsruhe alles sehr schön gemacht. So eine schöne Stadt, tolles Klima, tolle Menschen, Schwarzwald in der Nähe. Da könnte man eigentlich nur ein bisschen bleiben, oder? Ja, wir fühlen uns sehr wohl. Ich mit meiner Familie, mit meinen 2 Kids, wir haben uns gut eingelebt, die Kinder fühlen sich wohl, haben Spaß hier und das ist die Hauptsache für mich persönlich als Papa, dass die Kinder sich wohlfühlen und dann, wenn es sportlich noch läuft, ist es natürlich umso schöner. Also ja, klar, wir würden gerne hierbleiben. Wir gucken mal, was ich machen kann. Ja. Meine Möglichkeiten sind begrenzt, aber ja, genau. Du hast 2 Jungs. Beide talentiert, Linksfuß? Ja, tatsächlich der größere Rechtsfuß, der kleinere eher mit dem linken Fuß noch unterwegs zurzeit. Okay. Würdest du ihnen eine Fußballkarriere empfehlen, wenn sie das, die Möglichkeit hätten? Wenn sie das wollen, würden wir das natürlich unterstützen und dann sollen sie das auch machen und Vollgas geben und hart dafür arbeiten. Aber wenn sie einen anderen Weg einschlagen, ist das auch voll okay. Berater hätten sie ja. Du hast, ohne Berater geht es in dieser Zeit heute gar nicht mehr, oder? Du hast auch einen mit Jürgen Schwab, Selbsttorwart. Ist er mehr als ein Berater? Ist er auch Mentor, weil er ja selbst gespielt hat? Oder ja, ich glaube, dass ich glaube jetzt 2 Jahre sind jetzt gehen den Weg zusammen. Hilft einem natürlich sehr viel. Er ist, hat viel Erfahrung. Er ist schon lange auch in dem Geschäft mit drin, wo er mir natürlich viel helfen kann. Und da ist man auch für die Hilfe auch einfach dankbar dann, dass man das mitnehmen kann. Er hat sogar ehemalige Nationalspieler gehabt, mit Friedi Bobic weiß ich jetzt noch und viele Stuttgarter Spieler. Wenn ich ihn jetzt fragen würde, was sind die Stärken von Max, was würde er sagen? Das ist eine gute Frage, was er sagen würde. Was sagst du denn? Ich glaube, dass ich, was Raumverteidigung angeht, Flanken, dass ich da immer mehr Mut entwickle und das so ein bisschen nicht mein Ding ist, aber dass ich da versuche, immer mehr draufzulegen und dann einfach versuche, Bälle zu halten. Ich glaube, das ist, darauf kommt es an, wenn man im Tor steht. Ja. Klar, es ist noch viel facettenreicher geworden, das Torwartspiel. Aber ich glaube, am Ende des Tages kommt es darauf an, dass man die Bälle hält. Und das gebe ich mein Bestes für. Obwohl du Torwart bist, obwohl du Ersatztorwart bist, sind andere Vereine, Profivereine auf dich aufmerksam geworden. Vor allen Dingen VfL Wolfsburg gibt Gas. Hast du Sebastian mal gefragt, wie man da wohnt? Nee. Unter uns jetzt mal. Das, tatsächlich nicht. Frage ihn mal. Hab ich oder nicht wo gemacht. Man da wohnt? In Braunschweig das, oder wo man da? Das könnte ich ja noch machen, aber ja, es freut dann natürlich. Das ist irgendwo auch ein Zeichen an Anerkennung, wenn man Ersatztorwart ist und trotzdem so große Vereine anklopfen und mal nachfragen. Trotzdem versuche ich das alles so gut wie es geht ein bisschen auszublenden, um mich hier auf meine Sache zu konzentrieren. Du kannst es ja eh nicht ändern. Die Vereine machen das und es gefällt dir ja auch hier
gut, denke ich mal. Und deswegen, Sebastian, wo hast du da gewohnt, wenn ich fragen darf? Am Anfang mitten in Wolfsburg, im Neubaugebiet. Und dann sind wir ein bisschen, nach 3 Jahren, glaube ich, ein bisschen außerhalb aufs Land gezogen. Okay. Weil wir dann einen Hund hatten, ein bisschen mehr Auslauf für den Hund. Ja. Max, was mir auffällt, so generell, was zu unserer Zeit nicht immer so war, die Torhüter gehen sehr kollegial miteinander um, ne? So fast freundschaftlich. Ich habe es so auch gehandhabt mit meinen Konkurrenten im Sturm, weil ich gedacht habe, der Beste soll spielen, aber du musst selbst Gas geben. Das ist schon so, auch bei euch hier, sieht man ja eigentlich beim Patrick und dir. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man kann es auch anders handhaben, dass man ein bisschen, ja, weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber nicht so freundschaftlich miteinander umgeht. Aber ich glaube, dass wir beide einfach glauben, dass wenn man sich unterstützt, wenn man den anderen pusht, dass da die Bestleistung entsteht. Und dann passt es menschlich auch noch ganz gut, generell in der Torwartgruppe. Und ich glaube, dann kann jeder von jedem profitieren. Und dann ist natürlich das gute Klima, sorgt natürlich dann auch für eine bessere Laune im Training. Und dann ja, führt das eine zum anderen. Besseres Miteinander generell im Team. Wer war dein Vorbild? Wer ist dein Vorbild? Oliver Kahn kennst du nicht, ne? Nee, persönlich leider noch nicht kennengelernt. Aber mal kommt, stell ihn vor. Das wäre schön. Aber es gibt heutzutage viele Torhüter, wo man sich was abgucken kann. Aber persönlich finde ich Ederson von Manchester City, von der Spielweise, vom Torwartspiel schon sehr, sehr gut. Oder Alisson von Liverpool. Die beiden, die nehmen sich da auch nicht viel. Die brasilianische Schule, die ist da schon ganz gut. Und da versucht man sich die ein oder andere Sache abzugucken. Nach der Karriere, Sebastian, weißt du schon, was du machen willst in 2 Jahren? So. Ja, erstmal spielen wir noch 2 Jahre Fußball. Ja. Und dann habe ich ja noch 2 Jahre Zeit, mir darüber genau Gedanken zu machen. Also Trainerschein, Trainer so oder Manager? Oder willst du im Business bleiben oder ganz weg? Weiß doch gar nichts. Ich bin ehrlich, weiß ich wirklich nicht. Da werde ich mir dann richtig Gedanken machen, wenn es soweit ist. Und alles so ein bisschen auszuprobieren. Trainer sein, mal gucken, alles so ein bisschen zu durchlaufen im Fußball. Da gibt es ja noch mehr, Marketing etc. Und dann rauszufinden, ob das was für mich ist oder ob man doch wirklich einen ganz anderen Weg einschlagen wird. Dein Vater war Handballer, ne? Genau, das stimmt. Cool. Ich hatte ja eher gedacht, er wäre Torhüter, aber von der Größe her passt. EM habt ihr denn gemeinsam geschaut? Wenn es möglich war, ja. dann hat man es zusammen verfolgt, ja. Ja. Obwohl die Jungs haben ja extra abends immer gespielt, deswegen ging eigentlich, ne? Ja, genau, jetzt außerhalb bei den Auswärtsspielen. Ich liebe Handball, einfach auch durch diese schnelle Abhandlungen. Ich habe keine Ahnung davon, ich sehe das Spiel, bin auch immer nervös, aber es ist ein toller Sport, ne? Ja, auf jeden Fall. Es ist vor allem ein sehr körperlicher Sport, was ich ganz cool finde. Facettenreich auch. Es verlangt zum Beispiel, finde ich jetzt, wenn man jetzt auf die Torwartposition guckt, ganz andere Sachen ein Torhüter ab als im Fußball. Und trotzdem finde ich es spannend, dass man da sich bestimmt ein oder andere Sache vielleicht mal gucken kann, okay, wie machen die das? Deswegen immer sehr spannend. Wobei, Tipps braucht er dir keine geben. Ne? Das Handball ist was anderes wie Torwart. Das stimmt. Fußballtorwart. Aber, ja. Jungs, das war's. Ne? Du bleibst noch ein bisschen, du am besten auch noch. Du hast Vertrag bis 26. Und das war's für heute. Wir hätten noch ein bisschen reden können. Und wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, alles, alles Gute und euer Eddie. Bis dann. Ciao.